Wisst ihr, was dieses Zeichen hier bedeutet? Das bedeutet, dass es Zeit ist für ein neues Video hier auf dem Kanal für Lexitron. Heute spielen wir wieder mal Portal 2 und müssen versuchen, diesen Testkammer. Okay. Wahrscheinlich müssen wir da das Orangene mal setzen, dass wir mit dem Blauen mal nicht da durchfliegen. Müssen da mal rauf. Müssen mal da. Genau, dann ist hier mal die Brücke. Aber hier wollen wir gar nicht die Brücke, sondern dahinter. Gut. Wenn das jetzt mal geklärt ist. Ah ja. Habt ihr schon mal das Video gesehen, wo ich meinen ersten Google Play Button bekomme? 50 Abonnenten aus Pappe. Das hat mich sehr schockiert, weil ich nicht mal wusste, dass man so einen bekommen kann. Jetzt müssen wir irgendwie hier runter. Also, verstehe. Dieser Testraum ist nur... Oh, ein Tod reicht mir, okay. Jetzt müssen wir das Orangene hier unten setzen. Sogar noch weiter unten. Und dann können wir hier durchgehen. Perfekt. Sehr gut. Du warst sogar so gut, dass ich das als Lob in deine Arena eintragen werde. Okay. So viel Platz hier. Sie war gut. Genug. Was ich da jetzt als letztes gesagt habe, verstehe ich nicht. Was ich meine, so viel Platz hier. Sie war gut. Genug. Ja. Zum nächsten Test gehören Geschütztürme. Oh nein. Du dich? Nein, nein. Diese blassen, rundlichen Geschöpfe voller Kugeln. Oh, warte, das bist du in 5 Sekunden. Oh. Ich bin nicht. Zum Glück gibt es kein Blut mehr. Okay. An den Testkammer kann ich mich noch erinnern. Ich hasse so welche Geschütztürme, die mag ich einfach nicht. Wo ist sie irgendwie auch süß? Schläfrin. Okay. Nein, wir sind nicht über. Oh nein, wir kommen nicht zu dir. Oder wir können das einfach fliegen. Ah! Unser zweiter Tod. Yay. Toll gemacht. Okay, die habe ich schon mal ausgeschaltet. Nein. Au. Ja. Nehmen wir eine Cupi. Den müssen wir auf jeden Fall loswerden. Dann können wir das eigentlich gleich so machen. Jetzt laufen wir!
Geschafft. Okay, nehmen den Cube und stellen ihn auf den Knopf. Die war wieder mal leicht. Ja. Ah! Muss man hier runter? Gehen wir erstmal da lang. Sieht mir nicht sehr... sehr... nach dem richtigen Weg aus, aber gehen wir ihn einfach mal. Um konstante Testzyklen zu gewährleisten, simuliere ich auch nachts Tageslicht und menge der Sauerstoffzufuhr Adrenalin bei. Boah, das ist cool. So verlierst du dein Zeitgefühl. Gestern war übrigens dein Geburtstag. Das interessiert dich vielleicht. Oh, das war hart. Oh. I understand. Nee, den Cube müssen wir anders hinstellen. So vielleicht? Nein, den müssen wir anschauen. Wow. Nein, das ist auch wiederum falsch. Und vielleicht hat das auch. Hier. Gut. Du erinnerst dich, dass ich ewig lebe und du in 60 Jahren tot bist. Ich habe ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk für dich. Eher einen medizinischen Geburtstagseingriff. Also technisch gesehen ist es ein medizinisches Experiment. Wichtig ist, dass es ein Geschenk ist. Wie plötzlich ihre Stimme gerade angehört hat. Und sie hat eine Überraschung für uns. An meinem Geburtstag. Sie glaubt es nicht sein. Dein Overall sieht blöd aus. Das sage nicht ich, das steht hier in deiner Akte. Bei anderen sieht er gut aus. Wow. Doch ein Wissenschaftler hat angemerkt, dass er bei dir blöd aussieht. Aber was weiß ein kauziger alter Techniker schon von Mode? Er war vielleicht... Warte, eine Frau. Trotzdem. Oh, hier steht, sie hat einen Doktor. In Mode. Aus Frankreich. Gut. Spielmodus aktiviert. Nein, ich will nicht mit dir spielen. Hallo? Wow! Suche... Ja. Wieso? Deshalb... Als ob! Aktiviert. Ich hasse dich. Okay. Wenn wir so vorbeigehen, gut. Aha. Auf. Okay, dann können wir so hier rüber. Wow, wow. Okay. Noch jemand? Okay. Deshalb. Okay. Ha. Okay, ganz schnell durch! Ich gehe die Liste der Testsubjekte im Hyperschlaf durch. Okay. Ich habe zwei mit deinem Nachnamen gefunden. Mhm. Einen Mann und eine Frau. Wie klein die Welt doch ist. Könnte das unsere Eltern sein? Nein, die will uns schon wieder beleidigen.
So kennt man GLaDOS. Nie die Wahrheit sagen. Nach dem nächsten Test wartet eine Überraschung auf dich. Oh. Aber ich verrate nichts. Nur so viel. Du triffst zwei Menschen, die du lange nicht mehr gesehen hast. Meine Eltern? Wie sollen die eigentlich leben? Die sind doch bestimmt schon tot. Was macht ihr da drin? Bis da müssen wir mal. Nein! Nicht hochfahren! Das gehen so! Gut. Geschafft? Jetzt können wir da durchgehen. Wow. War gar nicht brutal. Wow! Was soll das? Na, wenigstens hatten wir mal wieder gute Musik. Doch es war nicht so gut, dass ausgerechnet GLaDOS sie singen musste. Ich weiß auch gar nicht mehr, bei welcher Testkammer wir überhaupt sind. Der nächste Test wurde von einem der Nobelpreisgewinner von Aperture erstellt. Dockle. Ich weiß nicht, wofür der Preis war. Jedenfalls nicht für Immunität gegen Nervengift. 17 für 22! Ja, Dicker! Oh. Also... Klar, das will uns wieder mal verarschen. Oh. Okay. Schnell auf die Plattform und dann das blaue Portal einfach woanders setzen. Das orangene. Perfekt! Ich wette, du denkst, ich habe deine Überraschung vergessen. Falsch. Oh. Wir gehen direkt darauf zu. Oh. Nach all den Jahren. Bei den Gedanken kommen mir die Tränen. Ja, und ich habe davor Angst, dass du mir es antun wirst. Denn, wie das Robotergesetz sagt, vertraue niemals einem Roboter! Teil 4, die Überraschung. Ei, ei, ei. Wow. Überraschung. Was? 3, 2, 1. Ich hab gelogen. Überraschung. Konfetti! Ach komm, falls es dich glücklicher macht. Sie haben dich als Baby verstoßen, also glaube ich kaum, dass sie dich sehen wollen würden. Ja, doch, zu Wehrfenster. Und hier? Auch nicht. Au. Oh. Geh hier hinterbleiben. So kann man sich heutzutage... Wow. Wow. Den da hinten müssen wir irgendwie loswerden. Ja, so wird das gemacht. Thank you.
Okay. Jetzt kann die nicht mehr zusammengreifen, oder wie? Ah, sie bleiben so hängen. Wow! Okay. Ah. Jetzt sind wir den wenigstens mal los. Okay. Jetzt müssen wir überlegen. Wenn wir diesen Cube jetzt hier so hinstellen. Es funktioniert aber nicht. Was ist, wenn wir so hinlenken? Portal hier. And a portal there. Oh, verstehe. Hier von diesem Part. Ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Ich werde mir noch überlegen, wie ich das hier hinbekomme. Bis dann und ciao!